Die Wahlen in der Türkei fanden unter sehr ungleichen Voraussetzungen statt. Der wiedergewählte Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP kontrollieren die meisten Medien im Land. Nach der ersten Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei hat die Wahlbeobachtermission von OSZE und Europarat die Wahlen als frei, aber als nicht fair kritisiert. As in the first round, biased media coverage and the lack of a level playing field gave an unjustified advantage to the incumbent. Die internationalen Wahlbeobachter kritisierten auch die minderheitenfeindliche Rhetorik beider Kandidaten. I really would like to urge, Farah as well, to refrain after the campaign from violent speeches, hate speeches about against minorities, whether it's LGBTIQ one from one side of the political spectrum or if it's refugees, what we unfortunately saw in the second round from the other side of the political spectrum. In seiner dritten Amtszeit steht Präsident Erdogan vor großen Herausforderungen. Währungskrise, hohe Inflation, die schwächelnde Wirtschaft. Eine seiner größten Aufgaben wird der Wiederaufbau der im Februar vom schweren Erdbeben zerstörten Regionen im Südosten der Türkei sein.